Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Heute spielen wir Universal Theme Park mit meinem Cousin. Ja, und heute gibt es eine schöne Folge und ich habe wieder vergessen, die Sounds alle anzumachen. Fahrgeschäfte testen. Aber nur alle coolen. Ja. Und natürlich ein paar nebenbei so Sachen. Hier wäre, weil ich kenne mich ein bisschen aus, weil ich das schon gespielt habe, hier Walking Coaster, also der Walk Rock Theme Park. Ja. Da gibt es eine Achterbahn, die da, wo man Musik auswählen kann, die man mitten in der Achterbahnfahrt hört. Nur ich weiß nicht, ob die no Copyright ist. Deswegen hat Felix wahrscheinlich Sounds ausgestellt. Genau. So. Bei mir muss doch alles laden. Bei mir ist einfach Grünfläche statt Weg. Ah, jetzt lädt alles erstmal. Umgebung. Ja, jetzt ist Straße da. Guck mal, Felix. Hier an euch alle. Guck mal da oben. Diese Achterbahn, die fährt da so hoch und dann. Ui! Warte. Lass mal zugucken. Da ganz oben. Der Drop. Also für so ein Spiel für Roblox ist es echt geil, muss ich zugeben. Also wo ich das entdeckt habe, war ich geflasht. Anstatt gespoilert zu werden, fahre ich jetzt einfach direkt mit. Falscher Eingang hier. Ey, so wie ich YouTube kenne, ist wahrscheinlich auch diese Sounds hier, diese Windsounds oder irgendwas. Wahrscheinlich sind die auch Copyright, ne? Man kennt es. Nee. Das glaube ich jetzt nicht. Da wurde etwas. Unseren Windsounds Copyright. Da wurde ein Video, was ich editiert habe, als Copyright abgestempelt. Ja, moin. Und dann heißt es irgendwie Copyright? Warte, einfach jetzt selber? Einfach irgendwas auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal Disco Inferno. Ey, wir müssen in die Gondel. Komm hier in die Sitzreihe, hier. Da, wo ich drin sitze, musst du auch jetzt rein, schnell. Ja, du hast es doch geschafft, ne? Ja. Ja. So, unsere erste Fahrt in diesem Part. Also bisher sieht's ja geil aus, ne? Muss ich zugeben. Also wo ich das erste Mal gefahren habe, gespielt habe die Spiel, war ich echt geflasht. Also sowas in Roblox habe ich wirklich noch nie eigentlich gesehen. Und du, Felix? Musikalische Umgebung aus und ich höre trotzdem Musik. Du hörst die Musik? Ja, ich habe aber aus. Ja moin. Egal. Wuhu! Also für Roblox, das ist echt geil. Wie oft ich ja schon gesagt habe. Hui! Felix, würdest du in echt da reingehen? Ich sag nein. Never. Aber Junge, weil die sich überschlägt bis zum Töd. Weil hier zum Beispiel Schraube. Okay, das war noch keine Schraube. Sieht ein bisschen so aus, als wenn man sich den Kopf stößt, Alter. Ja. Und jetzt kommt gleich eine Schraube. Jetzt! Gleich übers Wasser. Über Wasser oder so war das, glaube ich. Glaube ich zumindest. Nee, doch nicht. Euer Herz, doch! Nee, doch. Ach. Hier ist keine Schraube. Egal. Das war die erste Achterbahn. Wie fandest du die, Felix? Gut, aber irgendwie ein bisschen langweilig. Ja, irgendwie war die am Ende richtig langweilig. Am Anfang war die ja noch geil. Ich glaube, ich hätte am Anfang keine Musik auswählen können. Sollen. Hey, ich komm nicht her. Du musst hier raus. Ich dachte an der genau gleichen Seite. So, jetzt gehen wir in ein Laufding, war das, glaube ich, weil ich kenne den Park natürlich, ich weiß, wo die Sachen stehen.
Ist hier irgendwo ein Foto von uns? Ja, hier, das ist das Foto. Hä? Hier, Code VGLA3B6T5-A. Ja. Bam. So, bist du gespannt schon auf The Walking Dead sein? Sage ich jetzt mal. Ja. Das ist nämlich ein Laufgeschäft, da musst du durchlaufen als Roblox-Charakter. Okay. Gleich werden wir dahin geteleportiert. Was? Zombie Outbreak. So, Memorial Hospital. Ist es mit Jumpscares? Ja, könnte sein. Also da sind schon ein paar Jumpscares drin, wo ich mich... Du gehst wieder im Falschen. Da wo Ausdrücken steht, ist nur die für die Leute, die bezahlt haben, dass sie direkt rankommen und nicht warten müssen. Aber ich finde, das Warten ist gar nicht so schlimm. Wo man für jede Person da jetzt so 17 bis 20 Sekunden warten, ist ja wenig. Das sind nur für die Leute, die 0% Geduld haben. Ja, Neurologie. Wurdest du teleportiert? Nee. Weg gleich, wenn du da um die Ecke gehst. Ich warte aber auf dich. So. Wie viele Sekunden noch? 3, 2, 1. Boom. Ah, jetzt läufst du schon durch. Stimmt ja. Wir sind. Ah, okay, chillig. Da liegt einfach eine Taschenlampe. Wow. Und chillig in dem Laufhaus, schön Feuer. Ja, jetzt haben wir einfach im brennenden Haus und geht einfach wieder zurück. Was das? Ich habe nie gecheckt, was das sein soll. Ein SWAT. Komplett vergessen. Ach, was? West Georgian Correction Einrichtung. Sind wir wir sind Gefängnis. Ja. Hey. Oha. Was ist das für ein Gerät da oben? Weiß ich nicht, vielleicht ein WLAN-Router. Hey, hör auf! Genau, hör mal auf damit! Einfach so, Rapper! Oh, der Zombie, oi, 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 und... Kill ihn! So. Let's go! Du Ehrenloser, hm? Hässlich, Alter. Ich hab auf seine Hand gepisst. Warte auf mich. Oh! Hallo! Wieso geht das zu, Wallabilla? Hallo! Moin, wie geht's euch? Wieso seid ihr eingesperrt? Du schon wieder? Ah! Hallo. 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 Hey, komm.
Ey, da hat mich nicht reingelassen. Du? Wo kommst du denn immer jetzt her? Kannst du dich teleportieren? Aufsteigen. Okay, okay, wir sind am das Ende Lauf, angelangt. Das Laufhaus war wegen diesem Aussteigen anscheinend ein Auto. Nein, keine Ahnung, die Übersetzung ist leider hier ein bisschen kacki. Okay. Dann kommen wir hier wieder raus. Wie fandest du das? Gut. Wie fandest du dieses Laufding? Perfekt. Was? Perfekt. Gut. Überragend. Ich würde dein echtes Leben gerne durchgehen. So, jetzt verlassen wir wieder den Production Central. Ich hoffe, es ist euch nicht zu langweilig. Aber es kommen noch ein paar Achterbahnen, die cool sind. Exakt. Übrigens, Leute, nochmal als Wiederholung. Das Spiel heißt Universal Theme Park. Also gerne in Roblox suchen. Das ist echt ein geiles Freizeitparkspiel. Und wir sind perfekte Überleitung zu geilen Achterbahn. Fast and Furious. 11 Minuten Wartezeit. Oh. Da müssten viele Menschen sein, Felix. Also Leute, so Fast and Furious sollt ihr so Fast and Furious wie die Autos sind, sollt ihr auch den Like und Abo-Button klicken. 3, ihr wartet seit 6 Minuten. Ja, 1, ich weiß warum, weil die Schlange auch voll ist. Guck mal, wie voll die Schlange ist. Felix, wir laufen gleichzeitig, guck mal. Wir sind ineinander. Nein, bei mir ist ein anderer in dir. Bei mir bist du. Egal. Guck mal, wie lang die Schlange ist. What? Ja. Also fast im Vier. Ich laufe einfach durch. Ah, wir sind Hacker. Ich bin einfach hinter uns durch die Menschen gelaufen. Hat der eine Eistyp sich das gekauft und dann sind wir auch mit als erster reingekommen. Also Fast and Furious muss ja wohl beliebt sein, oder? Ja, sicher. Leute, ich würde sagen, Fast and Furious ist das Letzte, was wir heute machen. Und so fast wie die Autos, wie schon gesagt, sollte auch den Like- und Abo-Button drücken. Ganz schnell, ganz schnell. Oh mein Gott, guck mal, wie der aussieht, der hinter dem ist, der hinter mir ist. Dieser realistische Kopf. Der sieht, der Kopf, Was ist das? Da gibt's zwei von denen. Guck mal vorne. Das sieht so gut aus. Ist das nicht die gleiche? Das kann jetzt noch ein bisschen dauern, weil ich glaube, bis ein neuer Spieler rein kann, dauert, glaube ich. Warte, ich guck. Oh mein Gott, auch noch ein T-Shirt von Cocomelon. Auch noch ein T-Shirt von Cocomelon einfach. 20 mal 7 müssten wir rechnen. Oh. 140 Sekunden. 140 Sekunden. 2 Minuten ja, 20. 2 Minuten 20, Leute. Wir cutten das, okay. Ja. Und bis jetzt. So, Leute, mittlerweile bin ich endlich mal hier. Am Ende der Warteschlange, beziehungsweise ganz vorne von der Warteschlange, nur endlich mal durch. Und ich warte jetzt noch auf Elias. Bis der endlich mal kommt, in erst 40 Sekunden, okay, 30 Sekunden kann er erst kommen, oh mein Gott. 20, glaube ich, oder? Ja, 20. Nein, der andere vor dir hatte noch mal 10 Sekunden, glaube ich. Achso. Ja, deswegen. Oh mein Gott, es dauert ein bisschen. Wie viele Sekunden? 4, 3, 2, 1. Bam! Okay. Hallo.
Ah, da geht's ab. Wollen wir dann wieder nebeneinander sitzen, ja, ne? Ja, wir sollten uns, einer sollte nicht direkt einsteigen, sondern wir müssen uns erstmal vielleicht die erste Reihe, vielleicht auch zweite oder dritte. Ja, wenn es funktioniert, weil die ist sehr beliebt bei dieser Achterbahn. Weil eh gerade so viele Menschen sind. Ja. Da sieht man schon, wie die da durch diese Werkstatt oder sowas fahren. Ey, geht der erste Reihe? Der geht einfach. Hä? Ach, der geht erste Reihe. Ja, okay, dann warten wir gleich einfach. Dann gehen wir zweite Reihe. Wie oder du warten willst. Wir bis die nächste. Ach, ah, nee, hier. Ah, der geht in die zweite Reihe. Was ein Idiot. Hä? Hä? Was ich würde erste Reihe nehmen. Das ist doch immer das Beste. Die Animation von der Frau ist auch mega nice gemacht. Ja. Die tut so Knopf, Dingsbums, dann Tanzbums, irgendwas drücken. Steuerpult. Ah, der backt in die. Ah, nee, doch nicht. Ey, du gehst hier nicht. Wir müssen gleich direkt losgehen, weil die mischen sich irgendwie bei uns rein. Doch nicht. Ah. Da kommt der Mustang. Ey! Wir müssen gleich direkt los reingehen. Einfach die ganze Zeit schon geradeaus laufen. Ey! Einfach geradeaus laufen. Ja! Wie er vor uns steht. Alter, ganz vorne ist echt geil. Ja, mit diesem herausragenden Motor hier. Ey, da ist noch einer hier im Führerhaus. Mhm. Moin, moin Willi. Wie geht's dir? Lass moin mal ein Jürgen, du sitzt in unserem Auto. Schöne genau. Fahrt. Oh mein Gott, Alter. Alter, guck mal, der Motor, Junge, der brennt. Der ist überhitzt. Die Auspuffe. Püffe. Zwei schnell vor. Too schnell. Perfekt. Too schnell for you. Speed 2. 4D. Okay, 4D. Gewinne oder geh nach Hause. Speed gewinne oder geh nach Hause. Speed 2 4D. Leg deinen Kopf zurück, okay? Leg deinen Kopf zurück, okay. Bereit? Ja! Ja! Safe. Einstellen. Ich sehe nix. Eieieiei, hier sind viele Schrauben drin und Loopings. Geht's dir gut? Ja, ich sehe aber absolut gar nichts. Ich sehe was. Oh, der Hubschrauber ist schon kaputt. I see. Oh! Wie schnell soll man die Schilder lesen? Ist Dekoration. Frachthafen. Okay. Im Video kann man die Schilder lesen. Oh, okay. Und das Ende ist angelangt. Go. Hast du die Musik im Video? Ja, ne? Nee. Oh, okay. So, mal schauen, was der alte Ragger hier macht. Er hat eine Mütze auf und sieht aus wie ein Gangster. Ja, ich bin der Fast and Furious Gangster. Und als letztes ist er noch hässlich. Oh, geile Mucke. Ausfahrt nach Mucke. Alter, diese Lichteffekte. Ich kann immer noch darauf staunen. Hä? Willst du ein Problem? Wieso tust du zu uns winken? Hä? Hast du ein Problem? Willst du ein Problem? Was hast du für ein Problem? Komm, mach keinen Stress, jetzt werden wir rausgeflogen aus dem Park. Blöde Angestellte hier. Diese Lichteffekte, Bruder. Leute, die Lichteffekte sind einfach nur Kaki. Manche YouTuber, die benutzen direkt die strengen Wörter, anstatt Kaki benutzen die, ihr wisst schon. Ich
bin wenigstens sehr, sehr werbefreundlich. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Like das Video und abonniert den Kanal so schnell wie Fast and Furious. Und es wird einen zweiten Part geben. Tschüss.